In Deutschland sind erstmals mehr als 1.000, nämlich 1.129 Menschen innerhalb von 24 Stunden an oder mit Covid-19 gestorben. Insgesamt gibt es jetzt mehr als 32.000 Todesfälle. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen liegt bei mehr als 22.000. Auf der Pressekonferenz in Berlin erklärte der Gesundheitsminister: Ich sehe also nicht, wie wir in dieser Situation zurückkehren können in den Modus vor dem Lockdown, so schwer es fällt. Das gilt auch für Silvester. Sowohl der Gesundheitsminister als auch RKI-Chef Lothar Wieler setzen ihre Hoffnung in die Impfungen, die jetzt begonnen haben. Laut Robert-Koch-Institut sind bereits 78.000 Menschen geimpft worden. Allerdings stehen vielerorts noch nicht genug Impfdosen zur Verfügung. Laut dem Statistischen Bundesamt ist die Übersterblichkeit in Deutschland im November um 14% gestiegen, in Sachsen sogar um 55%.